Einen wunderschönen guten Abend hier. Alter, soll ich einen Herzinfarkt bekommen oder was? Moi Togo! Wie ist die Lage? Och, eigentlich wie immer. Und bei dir? Ach ja, könnte besser sein, aber läuft. Ach ja. Wie das immer so ist. Tja, so. Wir sind wieder in The Division, habe ich gehört. Schon wieder, ja. Schon wieder in The Division. Ach ja, wie war denn deine Woche so? Beschissen. Beschissen, das ist natürlich nicht so schön. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe eine neue Waffe. Nice. GZ. Ich habe mich noch vergessen, Kisten aufzumachen, sehe ich nämlich gerade. Ah, ich glaube, das habe ich schon letzte Woche gemacht. Ach, jetzt säufst du. Letzte Woche hattest du kein Zielwasser, Herr Kollege. Meinst du, ich höre das nicht? Ja. Was? Warum? Was machen Sachen? Dafür sind wir aber letzte Woche ganz gut durchgekommen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich muss mal mit dir kurz durchwuscheln. Ja, eine Schrotflinte wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ja, das stimmt, ja. Aber sowas mache ich nicht. Du hast ja heute Minecraft gespielt, habe ich gesehen. Ja, vorgestern auch schon. Ja, da konnte ich nicht reingucken, da war ich arbeiten. Heute habe ich es nicht geschafft, da war ich gerade am Aufräumen. Freitag war auch kein Stream. Da war ich abends noch, ich wollte eigentlich nur kurz weg und das war dann ein bisschen länger weg. Und ich war, glaube ich, irgendwann kurz nach 9 oder so erst zu Hause. Mhm. Ja, deswegen habe ich heute Mittag ein bisschen was gemacht. Nur mal kurz weg, das ist ja schon wie so eine, so wie ich bin gleich da, das ist so. Genau. War gar nicht so viel, ach ist scheiße. Das habe ich doch schon gemacht, warum wird mir das immer noch angezeigt hier? Ja, okay. Das verstehe ich auch nicht. Das sind Sachen, die kannst du alle kaufen. Einfach. Okay. Ich will nichts kaufen, ich bleib mal bei meinen Sachen. Ich darf ja gar keine Waffe ziehen. Ach ja, da war ja was. Nein, wir wollen nicht die Erweiterung spielen, also zumindest noch nicht. Ja, ich hab die noch nicht mal. Doch, die müsstest du haben. Ich hab die auch und ich habe sie, glaube ich, nicht gekauft. Ich, du hast die nicht? Ich hab nur das absolute Base-Game und nicht irgendwas anderes. Ja, okay. Hast du schon was rausgesucht? Natürlich doch. Ja, ich jetzt wüsste, wo du bist. Südlich. Ja, das sehe ich. Ich muss gerade gucken, wo ich ein Safe House habe. Direkt da, wo ich bin. Ja, das passt. Ja, es ist in der Nähe. Was geht denn so bei dir, Togo? Eigentlich nicht viel. Woche ist schon wieder rum. Ja, was heißt schon wieder, ne? Wir haben schon August, ey. Meine Fresse, gibt's ich weiß. Ja, ist schon wieder fast um. Ey, ich habe jetzt letztens zu meinem Schichtleiter gesagt, ey, wir haben fast Weihnachten. Erst. Hör auf! Mach doch nicht sowas. Ich sag, ich mach das Geschenke zusammen. Für wen denn? Obwohl, wenn ich kaufen müsste, wären es 3 Leute. Das wäre das Maximum an Weihnachtsgeschenke. Oh. Hab ich das schon mitgezählt? Wieso kommst du auf mehr? Ey, warte auf mich! Ich wollte, aber die schießen schon auf mich. Ach, falsche Visier drauf. Was ist das Visier meint an der Waffe? Das ist das Falsche. So, Mods. Ja, Togo, wann PD 3? Wenn es rauskommt. Ja, wenn ich Geld habe. Im Game Pass direkt Day One. Ach was, Game Pass? Was für ein Game Pass? Xbox. Was? Den Microsoft Game Pass, ja. Ach. Da sitzen. Deswegen ich. Setzen sie ja wirklich alles rein, ne? Starfield drin. Okay. Ja, so Starfield ist auch drin. Mhm. Da werde ich auf jeden Fall das Base Game anspielen. Ist auch du mir mal wieder da runtergekommen bist. Irgendwann. Da ist so ein Dings, warte. Hier vorne. Da wo ich jetzt bin, ist eine Leiter. Ach da, das habe ich nicht gesehen. Ja, da sind sie ja überall zugange, wa?
Also Starfield kommt Day One, Payday 3 kommt Day One. Ach krass. Deswegen, ich werde ja jetzt wahrscheinlich noch einen Monat, zwei, drei behalten. Zahlst du momentan für den? Für diesen Monat habe ich 1 Euro bezahlt. Ja. Das war so eine Aktion, ansonsten sind es glaube ich 12,99 oder 14,99, ich bin mir nicht sicher. Das Spiel kostet 40 Euro, das sind 2 Monate, ist bei 30, also zwei, ja, rechnen, ach, jetzt rennt er wieder hoch. Ach nee, den habe ich schon. Hier sind wir schon fertig. Also achso, da ist die, diese Kiste unten. Ja, hast kann ich aber nicht aufheben, kann ich nicht, die ist schon leer. Ah, okay. Ja, dann werde ich es wahrscheinlich bestellen müssen, jetzt, wenn das Geld da ist. Wenn wir dann, wenn du jetzt doch zockst. Also wenn du sagst, ja, wir gucken auf jeden Fall rein. Weil alleine gucke ich nicht rein, das macht keinen Spaß. Mhm. Nee, also jetzt, wo der, wo ich gesehen habe, dass das im Game Pass ist, Da bezahlt es ja nichts extra. Wäre wahrscheinlich da drin. Antesten, weil ich mir nicht sicher bin, ob es das wert ist. Ja, das, also das, was ich bisher gesehen habe, ist eigentlich im Grunde genommen Payday 2 mit Updates. Ja. Mal gucken, also. Mit, ja. Deswegen muss ich schauen. Also, Payday 2, so wie es jetzt ist, macht mir keinen Spaß. Nee, also in Payday 2 würde ich jetzt, wenn dann noch mit dir die ganzen DLCs noch durchspielen, die wir noch offen haben. Holt sie euch! Ihr kämpft gegen. Das würde ich jetzt noch mit dir machen, ansonsten wäre das jetzt auch soweit durch. Da haben wir ja noch ein paar Karten offen. Reicht ja, wenn ich die irgendwann mal hole, aber ich habe die jetzt noch nicht alle auf der Liste. Oh. Von allen Seiten kommen sie gerade. Und ihn auch noch. Yep. So. Ich muss mal eben alles durchladen. Ey, da müsste ich mal Payday 2 drauf machen, dass wir da irgendwann demnächst die ganzen Karten mal fertig machen. Das läuft ja dann nicht weg, wenn ich die irgendwann alle habe, die werden ja im Angebot sein irgendwann. Dann, dass wir uns dann mal Payday 3 irgendwann, muss ja nicht sofort sein, wir können ja auch mal irgendwann gucken, wenn es dann soweit ist. Ich will da nämlich auch gucken hier mit Starfield und so, dass ich dann erstmal so ein Spiel über einen Game Pass spiele. Das kommt ja auch noch, das ist ja von Bethesda selber, ne? Die sind ja mit Microsoft. Genau. Yep. Ja, ich habe die ganze Zeit ein anderes Spiel gehabt im Kopf. Ja. Nee, und wenn es dann irgendwann im Angebot ist, hole ich mir das auf Steam, wenn dann auch die DLCs und so kommen. Ja, das könnte man natürlich machen. Das ist zumindest mein Plan. Also ich muss erst mal gucken, wie Starfield ist, also da weiß ich noch nicht. Ich kriege auch Assassin's Creed erst einzig zum Laufen. Ja, also ich wollte mal eben bei dir reingucken. Habe ich aber bei Fallout 4 damals auch gemacht. Hab's dann nachher auch gekauft. Deswegen da mal gucken, wie das dann ist. Aber September wird für mich so ein schwerer Monat. Ja, du hast ja eh da so viel geplant. Ja, deswegen nicht. Akkordarbeit fängt dann an. Achso, oh, das wird ja noch härter. Waren da nicht auch viele Spiele, die du spielen wolltest? Ja. Den bekommen sie auch noch gerade? Ich wollte Dingen spielen. Cyberpunk auf jeden Fall. Da bin ich auch überlegen, ob ich da nicht nochmal einen zweiten Durchlauf mache. Wo ich halt das Addon dann? Genau, das Addon kommt dann ja. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Es soll gut was an Zeugs drin sein. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel es ist. Das soll ja fast das ganze Spiel overhaulen. Also es soll wohl einiges dazukommen, aber wie viel das jetzt ist und was genau, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe mich da jetzt nicht spoilern lassen. Ich will da selber reingucken, deswegen da habe ich jetzt nicht geguckt. Ich habe mir die Trailer angeschaut und das war's. Ja. Mehr habe ich da auch nicht geguckt. Ansonsten, ja, The Forest wäre noch eine Überlegung, dann nochmal eine Runde zu starten. Da weiß ich noch nicht, wann er wieder Zeit hat. Das ist momentan so ein bisschen schwierig, zeittechnisch. Ja, wir haben es jetzt einmal durchgespielt, also ich denke, man könnte dann auch zur Not, wenn sie jetzt sagt, ja, habe ich die Zeit jetzt im Moment nicht für,
Dann könnte man zur Not auch warten, bis das raus ist aus der Early Access. Also ich denke mal, spätestens nächstes Jahr wird das wohl soweit sein. Und dann könnte man da auch versuchen, dann da auch auf jeden Fall eine Runde zu spielen. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, wie das jetzt da zeittechnisch ist bei ihr. Du bist nur jetzt darüber geklettert. Du schummelt einfach. Achso, aber Projekte habe ich jede Menge, ja, ja. Also da bin ich momentan. Also Lego Star Wars habe ich jetzt noch ein bisschen vor mir. Dann bin ich damit auch durch. WoW Classic bin ich momentan noch dran. Dazu machen das nämlich zwischendurch so aus. ATS DLC habe ich jetzt fertig gemacht die Woche. Das waren ja 10 Touren und dann jetzt habe ich es auch fertig. Dann haben wir noch The Division. Also Projekte nehmen kein Ende. Ich wollte Assassin's Creed Reihe anfangen, aber irgendwie kriege ich den ersten Teil nicht zum Laufen. Ich hatte mal gesagt, ja, er läuft wieder und nein, er läuft nicht. Also. Hattest du den schon mal am Laufen? Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich den zum Laufen gekriegt habe. Ich hatte auch mal kurz gegoogelt, das kann ja Gott weiß was alles sein. Das ist das Problem, auf Steam kriege ich auch nicht. Das? Live-Spotzi nebenher? Was? Ansonsten muss ich ja mit dem zweiten Teil anfangen. Ich muss gucken, ob ich den irgendwie zum Laufen kriege. Aber es ist halt bei alten Spielen so, die kriegst du halt nicht mehr zum Laufen. Genau, besonders wenn die auf Steam sind. Ist ja auf Ubisoft. Und auf Steam habe ich auch probiert, kannst vergessen. Ja, aber ist. Ubisoft interessiert das auch nicht. Die löschen ja, wenn du inaktiv bist, auch deine Spiele. Echt? Ja, ja, haben sie jetzt gesagt, wenn du irgendwie 60 Tage nicht eingeloggt bist oder so, dann behalten die sich vor, deinen Account zu löschen mit allen Spielen, die du gekauft hast. Oh, wie assig ist das denn? Yep. Freuen sich alle so drauf. Direkt Ubisoft mal gar kein Spiel mehr kaufen, weil das ist ja mal richtig assig. Also direkt boykottieren und sagen, hier, fickt euch, kauf keine Spiele mehr von euch. Das soll dann so sein, dass du dir dass du eine E-Mail bekommst, dann musst du dich einloggen. Und dann behältst du deine Spiele. Wow. Community-freundlich, echt. Oh yeah. So. Also ich muss das jetzt einstellen, dass mein PC immer das immer noch mitstartet. Dann sind meine Spiele irgendwann weg. Aber das finde ich schon richtig assig eigentlich. Aber jetzt spielen wir ja jetzt erstmal noch. Ja, einmal die Woche. Regelmäßig. Was hab ich denn hier? Alles plündern. So. Blitzpunkt Level 30 ist, glaube ich, ein bisschen hart. Haben wir was Storymäßiges heute? Yep. Noch 1, 2, 3 SWD-Geräte, dann machen wir Hauptmission. Wir sind jetzt auf dem Weg. Ich teleportiere mich gerade zum gleichen Safehouse wie gerade. Ja, Stützpunkt 30 ist schon ein bisschen hart. Ja. Aber wir haben ja sowieso noch einige Division-Teile vor uns, ne? Irgendwann musst du einmal die Woche ein Spiel starten, weil der Login allein nicht reicht. Ja, oder täglich sogar. Das ist halt das Schlimme. Das sind ja keine Division-Teile, sondern Tom Clancy-Teile. Ja, gut, das ist ja Tom Clancy dann. Aber trotzdem, die werden wir dann im Anschluss wahrscheinlich spielen. Ja. Voraussichtlich. Oh, Kiste. Also ich habe jetzt auch noch wieder mit Minecraft angefangen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Das macht gerade viel Spaß und dann habe ich eigentlich auch noch so viele angefangene Projekte, die ich mal weitermachen muss. Guck nicht bei mir abkupfern, das ist nicht gut. Ja, ich habe halt angefangen, irgendwann einfach das zu spielen, wo ich gerade Lust zu habe. Ja, siehst du, jetzt weißt du, warum ich immer so viele Projekte offen habe. Mache ich einen Stream und das war's dann. Ja, deswegen da musst du schon gucken, dass das irgendwie anders machst. Selbst wenn du eine Stunde einen Stream anmachst, scheiß drauf, hast halt eine Stunde gestreamt. Ja. Mach ich ja auch mittlerweile. Ist Kiste. Problem ist halt, je nachdem, welche Schicht du hast. Also Spätschicht ist halt immer scheiße, wenn du nachmittags dann streamen willst. Weil du bist halt einfach kaputt dann im Endeffekt. Genau. Ich glaube, du hast jetzt auch die Woche jeden Abend so um 10:30 oder so angemacht. Ja, ich habe direkt nachdem ich zu Hause war angemacht, habe eine Stunde, anderthalb Stunden, dann habe ich wieder ausgemacht. Okay, deine Waffe muss ganz schön hart sein, also. Die ist lila. Nicht one-shotten. Das ist Scharfschützengewehr Stufe 10, überlegen sogar. Und warten die den Damage? 3592 hat die. Was hat meine? 2339. Ja. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Wie komme ich da runter? Kiste? Ja, also Projekte müssen wir mal eine Liste machen, was wir jetzt da noch danach spielen wollen. Hm.
wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee. Wie geht's denn so, Agent? Aber spieletechnisch, also habe ich sehr viele Projekte noch, die ich machen will. Also ja, das ist jetzt nicht das Problem. Jetzt, wo ich den Game Pass hier habe und wahrscheinlich auch noch ein bisschen behalten werde, würde ich ja auch dann noch ein paar mehr Games daraus spielen. Mhm. Dann würde ich jetzt noch mehr Projekte anfangen. Tu's nicht, mach dir wirklich ein Limit von 4 bis 5 Spielen, dass du halt rotierst. Mhm. Das ist das Beste, was du machen kannst eigentlich. Das habe ich auch angefangen. Weil ich mache jetzt Classic, mache ich jetzt halt so nebenbei. Wenn ich halt am Hochladen bin, mache ich Classic halt weiter. Und alles andere mache ich im Stream. Ich wollte ja auch hier Atomic Hearts mal anspielen. So. Da kann ich schon überlegen. So. Ich habe ja Game Pass mit. Ja, damit. Ja. Also, ist das DLC mit drin? Ist nicht so. Der ist, du hast zwei verschiedene Enden. Ich meine nur das Base Game. Ah, okay. Ja, ich habe das DLC gesehen, muss jetzt sagen, es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also es geht direkt weiter nach der Story, also nach der Hauptstory. Geht das dann quasi direkt weiter und kann ich hier nicht rüberspringen? Laufe ich dir einmal hinterher oder sowas? Aber so wirklich packt hat es mich jetzt nicht. Also ich muss sagen, für mich ist es kein Spiel, bin ich ganz ehrlich. Also für mich war es jetzt nichts. Es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, ja, Atomic Hearts war schon geil, aber mich hat es jetzt nicht packt irgendwie. Hier ist das SWD? Ja, muss man eben hier Sachen einpacken. So, bitte lass mich hier rausklettern können. Ja, nee, aber das hatte ich mal geladen auch schon. Nee. Ich bin mit deiner Atom relativ fix. Genau. Also ich weiß aber nicht, ob ich es jetzt Stream machst. Kopfgeld. Oh, dann let's go. Machen wir. Ich war am überlegen im Stream, aber ich habe halt jetzt schon so viele Sachen offen, die ich noch fertig machen muss. Mhm. Was ich jetzt mal überlegt hatte, befindet sich in ihrer Nähe, Agent. Ob ich für meinen Hauptkanal irgendwie so eine 4-Folgen-Serie mache, wo ich einfach Spiele anspiele. So angezockt. Genau. Das kannst du auch machen. 4x40 Minuten oder so zusammenschneide. Mhm. Wo ich halt einfach dann sozusagen das Spiel anspiele. Um zu gucken, ob es mir gefällt, ob dann vielleicht eine komplette Serie raus werden kann oder ein Stream. Mhm. Kannst du es ja dann so. Anfange und nach einer Stunde mir denken, ja, so wirklich Bock hast du jetzt nicht so drauf. Ja. Du kannst nicht weglaufen! Noch ein Schuss und ich bin weg! Hier ist er weg. Ziel wurde gesichtet. Aber das ist ein gegnerisches Geschütz. Ich dachte, das wäre deins. Nein, ich habe ein Scharfschützengewehr mittlerweile drin. Epic gedroppt. Nice. Division, jetzt hast du ein Problem. Ja, solange die Tür hält nicht. Oi. Verstecken ist nicht. Sind die von uns. Wie es aussieht, haben sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht. Nice. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Yes, alle erledigt. Auch jetzt nicht so schwer. Aber ansonsten
Und was jetzt halt noch an neuen Spielen rauskommt, wäre City Skylines 2. Das kommt dieses Jahr auch noch. Das würde ich auch anspielen. Vielleicht sogar im Stream. Also es gibt einfach zu viel Content, der momentan rauskommt. Es ist wieder so, du wirst quasi Mitte des Jahres, habe ich immer so das Gefühl, du wirst erschlagen und kommst mit den anderen Sachen nicht hinterher. Du musst nur noch zocken. Mehr machst du im Endeffekt nicht. Wobei nicht unbedingt Mitte des Jahres, halt so im Herbst, da kommt halt viel. Und dann ja, aber so gefühlt ist es, dabei gibt es als Zeit als Sommer doch. Ja, richtig, das Sommerloch hast du ja auch. Moment. Lass mich doch mal eben deinen Chat rauspoppen. Pop. Weil ich glaube, in deinem Chat ist gerade mehr los als bei mir. Ist nur Nadja, die schreibt. Ja, aber dann sehe ich das auch. Ich könnte dich ja mal anmachen. Also auf dem Handy anmachen. Wo ist es? Chat. Markierungen? Nein. Wie mache ich das denn nochmal mit dem Pop-Out? Das ging nur irgendwie. Ach da, Pop-Out. Ziehen wir den hier rüber und dann habe ich das da. Ja, wollte das. So. Hey, Maranua. Alles gut bei dir? Wenn ich eigentlich was markiere, siehst du das auch mittlerweile? Mach mal, damit ich das mal sehe. Habe ich ja. Aber ich habe ja ein Ziel markiert. Hat für gerade irgendwas aufgepiept, aber das war's auch. Ein Gegner weniger. Du entkommst mir nicht. Hier bei mir hängt der. Ach, den nehmen wir auch noch mit her. Jetzt gerade. Ja, streamen gerade. Achso, jetzt läuft er. Das ist ja scheiße zu machen. Und das frisst so viel. Und man trifft das so gut wie kaum. Ist down. Und da ist der blöde Techniker. Der schon tot ist. Yep. Sommerloch wäre ja flott. Ne, es gibt ja dafür den Summer Sale. Also du verkaufst ja auch dann Spiele. Muss man mal kurz gucken, wie die anderen Summer Waffen. Sale ist ja... So, naja, ich habe schon lange im Summer Sale nichts mehr geholt. Ja, ist das was so? Obwohl, das ist gelogen. Ich habe mir dieses Jahr was im GOG Summer Sale geholt. Für, ich glaube, 1,30 €. Gut, du bist ja relativ viel auf GOG, ne? Ja, ich mache mir gerade eine neue Waffe fertig. Wo hab ich's denn jetzt, warte? Genau. Stimme geht so langsam wieder weg. Hatte ich heute auch. Immer so ein Kratzen im Hals dann. Ja. Eklig sowas. Ich mag das überhaupt nicht. Nee, ich habe mir das Remaster von Blade Runner geholt. Okay. Spiel wollte ich eh schon immer mal spielen. Und jetzt habe ich mal das Remaster geholt. Mhm. Ja, von wo? Oben sind noch welche. Gut gemacht! Wir haben's durchgestanden! Wir sollten in Bewegung bleiben. Hab dich! Das ist einer von den Tucsons! Irgendjemand schießt hier auf mich, aber ich sehe nicht von... Ach, da hinten! Ansonsten hinter dir, was ich noch so mache.
Für Projekte habe ich mehr als genug. Ich komme nicht hinterher. Ja. Das ist momentan das Problem. So ein bisschen Motivation. Ich habe dann Lust zu. Jetzt habe ich gerade Lust zu spielen. Und dann später nicht mehr so. Spielst du lieber was anderes. Wer greift unsere Zivilisten an? Ja, die ging daneben. Jetzt aber. Alle Geiseln gerettet. Nice. Und? Habt ihr ein paar Löcher zu viel? Muss alles stopfen. Hier kannst du Muni auffüllen. Oh, Muni ist gut. Muni, ach ich hab schon Inventar voll. Ja, Projekte müsste ich jetzt auch gucken, welche ich jetzt da noch habe. Also spontan wäre jetzt, was mir einfällt, Classic. Also jetzt von denen, die jetzt auch zu Ende gehen, also da halt generell laufen. Dann das halt jetzt mit dir, den Core-Projekt. Minecraft ist auch ja so ein Endlos-Projekt wieder. Ja, ETS, das sind so momentan diese vier Projekte, die ich mache aktuell. Plus jetzt Lego Star Wars noch und das ist, reicht momentan auch an Projekten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich alle meine zusammengezählt bekomme. Das ist jetzt so das, was mir einfällt. Vielleicht motivierst du sie nicht richtig. Ich habe Minecraft. Aber Minecraft hat ja auch kein Ende. Nee. Ah doch, ich habe ein Questbuch. Und wenn das durch ist, dann ist das für mich durch. Ah, okay. Also das Modpack. Halbes Dutzend. Vier Männer, zwei Frauen. Gehen wir mal darüber. Und, genau, Subnautica. Such dir deinen schwächsten Arbeiter und statuiere ein Exempel an ihn. Was habe ich sonst noch angefangen? Hogwarts hast du noch? Hogwarts, genau, Hogwarts. Was mittlerweile von der Performance ein bisschen besser geworden ist durch Patches? Weiß ich nicht, ich habe nicht mehr reingeguckt. Ich habe das auch nur einmal oder zweimal durchgespielt. Ich habe es zweimal durchgespielt. Ne, einmal habe ich es nur durchgespielt. Nur einmal? Ach nee, du hattest glaube ich ein Savegame geladen, um mehr Dinger zu gucken. Ja. Um die ganzen Enden zu sehen. Richtig, ich habe denselben Selfgame nochmal geladen und dann habe ich Level 40 gemacht. Und noch ein paar Nebenmissionen gemacht und das war's. Also 100% ja, Run habe ich jetzt nicht gemacht bei dem Spiel. Ich müsste es eigentlich nochmal drauf machen, aber ich habe die Zeit momentan nicht. Ja. Das hatte ich ja auch schon mal so als Stream-Projekt überlegt. Einfach Spiel auf 100% spielen. Was frisst du viel Zeit? Also immer so lange. Ja, ich weiß. Aber dann hast du halt immer ein Spiel nur, was du spielst. Und auch nicht alle Spiele sind so gut, dass es sich halt wirklich lohnen würde, die 100% spielen zu wollen. Was man machen kann bei dem Spiel, was eingefällt ist, zum Beispiel den Erfolgsrun machen. Meine ich ja, dass man alle Erfolge. Achso, okay. Ja, dann, weil ich habe jetzt das noch. Das war als 100-Projekt. 100%. Weil manche Spiele 100% spielen. Dauert schon hart lange. Ja. Ich habe das bis jetzt eigentlich nur bei den GTA-Spielen gemacht. Cyberpunk zum Beispiel 80 Stunden. Ja, ich habe mich damals gebraucht für den ersten Durchlauf. Genau, also da habe ich ja auch über 100 Stunden. Du hast auch auf einem anderen Schwierigkeitsgrad gespielt, ne? Ja, ich habe auf dem höchsten. Ja. Ja, es hat schon Vorteile, wenn du stealthst, ne? Das ist schon. Ja, ich glaube, bei mir ist die Zeit mittlerweile vorbei, dass ich auf höchsten Schwierigkeitsgrad spiele. Das ist erstmal durch. Dafür musst du halt. Also, ich werde auf jeden Fall das DLC auf höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Ich finde übrigens noch Taschen, ne? Und auch diese. Ja, ich diese Gegner. Achso. Mir hinfällt, wie der hinterletzte Berserker. Wenn er hinfährt, also ich habe irgendwie hinfällt. Ja, also man hat schon gesehen, es hat alles seine Vor- und Nachteile, auch bei der Version, die Togo gespielt hat. Hm. Also mit seinen Berserker. Geradeaus durch, ach, hier bei mir unten. Geradeaus durch, ja. Genau, da wollte ich auch hin, da ist ein SWD-Geding. Ja, genau, deswegen habe ich gerade gefragt. Weil wir sind ja gerade am Quatschen. Ja. Genau, also, ich habe ja auch zuerst so mehr Stealth-mäßig meinen ersten Charakter gespielt, bis ich dann halt irgendwann halt einfach nur. Ja, reingerannt bin. Und hey, ich habe das schon ein bisschen vorsichtig ja extra nur auf MIDI gespielt, damit ich halt wirklich Action habe. Und ich fand, das war super lustig zu spielen.
Der war schon nicht schlecht, ja. Also das war schon recht interessant, den so zu sehen. Der zweite Star hat mir auch mehr Spaß gemacht als mein erster. Und den würde ich dann auch, wenn ich das kann, im Addon dann weiterspielen. Ja, den kannst du weiterspielen. Es geht ja, die Geschichte geht ja weiter, glaube ich. Genau. Du kommst ja in eine komplett neue Gegend. Ja, aber du bist ein anderer, also du bist, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, bist du ein anderer wie. Also du hast irgendwie mehr Cybertechnik an dir als das, was du jetzt vorher hast. Ja, wahrscheinlich gibt es dann neue Cybertechnologie. Ja. Ich weiß nicht, wie sie es bei Witcher 3 damals gemacht haben. Wolltest du die DLCs separat anspielen? Nein, du bist in der Welt hin, hast dir die Quest angenommen und hast dann das DLC damit angefangen. Ich denke mal, da werden die das wahrscheinlich so auch machen. Mhm. Kriegst wahrscheinlich einen Telefonanruf. Ja. Oder eine SMS. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Oh, cool, einnehmen. Ja, erst Hauptmission, oder? Oder erst andere? Ja, lass uns das eben einnehmen hier. Das ist Hauptmission. Ja, wir machen jetzt erst den Stützpunkt. Der große Mordi hat gesprochen. Ja. Ich bin hier hinten. Ich dachte, hier ist der Stützpunkt. Nee, hier vorne ist der. Da vorne ist die Hauptmission. Ach so! Okay! Du dürftest Siri noch nicht haben, meine ich. Nein, hab ich auch nicht. Also ich habe Witcher 3 nur das Grundspiel angespielt, mehr habe ich nicht. Aber ich habe ja das, ich habe ja alle Teile von Witcher. Mhm. So ist es Witcher nicht. Witcher ja auch noch was. So als Projekt. Das ist ja, so Witcher 1, komm! Zugelegt, los, Witcher 1, let's go! Ich mach die links eben, die zwei. Mach das, ich stimme jetzt ein bisschen vor. Der entkommt. Aber unsere hier, ne? Achso, wir müssen in die Richtung. Yep. Hab ich ihn? Ja, hab ich ihn. So, wir müssen hier irgendwie in den Kontrollpunkt rein. Ach, da! Ich weiß noch nicht genau, wo der Eingang hier ist. Ich habe, glaube ich, nicht mal die erste Stadt komplett gemacht. Also das, den ersten Akt, den ersten Teil von Witcher 1. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Ich muss auch noch den ersten Teil von The Witcher spielen. Der hat mich ja auch schon gekillt, einfach weil die Steuerung so, boah. Die ist gewöhnungsbedürftig. Ja, die Scheiße. Ich glaube, wir müssen hier mit dem Tunnel rein. Anders vielleicht warte halt, bis das Remake kommt von The Witcher 1. Da soll ja auch was kommen. Machen die eins? Ja. Soll eins kommen. Ah, hier ist ein Schutzbunker. Ja, also ich habe den ersten damals gespielt. Nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, nur auf dem normalen. Den finde ich schon schwer. Die Steuerung war wirklich gewöhnungsbedürftig. Ja, 25 oder 26 soll der kommen. Das hat, wie gesagt, noch ein paar Jahre Zeit. Ja. Allein schon die ganzen Soundaufnahmen neu machen. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Pass auf, Granate kommt. Jo. Nicht die Treppe runterrennen, Kumpel. Da kommt noch so die Verstärkung. Techniker kommt. Techniker weg. Feind erkannt. Eigentlich ja. Er ist schon tot. What? Man sollte halt nicht in einer geraden Linie vorne von den Kugeln wegrennen. Bewacht einen Ort in der Nähe. Oh.
ich werde flankiert. Jetzt ich nicht mehr. Ich wag mich mal vor. Kontrollpunkt gesichert, sehr gut. Kommt von der Seite. Echt jetzt? Das war's? Ja, die kommt von der Seite. Ja, aber der ist schon gesichert jetzt. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Also jetzt müssen wir noch das Signal geben und verteidigen. Ja, dann warte mal noch 10 Sekunden, wenn du gleich da bist. Ich bin mal eben. So, nee, Leuchtsignal kann hier nicht abgefeuert werden. Was? Also wir müssen nach oben wahrscheinlich, dass du. Also ich gehe erstmal nach hier oben. Da haben wir vielleicht eine bessere Deckung oder so. Maybe. Ja. Willst du? Ja, ich bin schon dabei. Verstärkung unterwegs. Sich nähernde Feinde erkannt. Ich weiß nur nicht, von wo die jetzt kommen. Oben sind sie. Da stehen sie zumindest. Ja, da kommen sie. Das hat weh. Achtet auf das Geschütz! Ah, fuck! Du sollst dich da hinterklemmen. Elender Mist! Oh. Der Typ kam mir ein bisschen nah. Entkommt. Was wurde gut gedeckt, hä? Schwer gepanzerter Feind erkannt. Anführer kommt. Aber ich sehe hier nichts, wo ich stehe. Deswegen bin ich gerade hier runter rübergegangen. 3 Sekunden noch bis zum Scan. Ja, schwer gepanzerte Gegner ist irgendwie, der kommt erst noch. Er ist noch unterwegs. So wie es aussieht. War ein bisschen Rüstung hier, oder regeneriert die sich überhaupt von selber? Moment. Hier. Achso, nice. Das ist mein Kumpel. Ich sehe den Team jetzt, aber ich kann noch nicht drauf schießen. Die Drohne ist cool. Mhm. Ja, will er nicht hier runter? Sie bleibt ziemlich lange. Ach, und unsere Verbündeten sind hier. Ach so. Die halten den auf. Also was macht ihr denn da oben? Das haben wir jetzt schon fast gekillt. Er ist tot. Ich glaube, wir sind hier fertig. Haben wir hier kein Loot von ihm, schade. Ich geh direkt wieder hoch. Ja. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Was ich noch nicht weiß, ist, wie ich die wieder auf mich bekomme, die Drohne. Weiß ich nicht, warte mal. Die verfolgt jetzt dich. Ich kann die aber machen. Nicht wieder zu mir schicken. Die Drohne da? Ich hab die Drecksau. Machen wir die erstmal kaputt. Nein, die schöne Drohne. Ich bin nachher mal gespannt, wie groß das Video nachher wird. Nicht das Render. Wovon?
Von dem hier. Es gibt ja komplette, es gibt ja keine einzelnen Videos mehr. Ich mache ja alles komplett hier als Livestream. Ah, okay. Aber warte mal, ich kann mal eben kurz. Sekunde, bleib mal kurz stehen. Ich muss mal kurz gucken. Wo habe ich denn? Da kann ich, weil wir gerade bei Projekten sind. Ich muss mal kurz hier meine Liste. Ich habe ja auch noch vor, sobald ich meinen PS1-Controller wieder gefunden habe und eine Capture-Card dafür habe, also wo ich halt das Signal von AV-Komponentenkabel auf HDMI kriege, dann vielleicht ein bisschen PS1-Games mehr zu machen. Kannst du auch machen. Also. Vorher muss ich noch mir Lithium-Fett kaufen. Ist das überhaupt damit so einfach? Ja, klar. Kannst du einfach bei Obi holen. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Kannst du mal fragen, ob die Deichensäcke haben? Ja. Haben sie extra reißfest. Ah, cool. Im Pelli brauchst du übrigens keine mehr, ne? Notizen aus den Gefangenenverhören der letzten Monate. So, willst du eben deine. Die wir suchen, befinden sich auf einem Militär. Liste habe ich schon rausgesucht, die ist schon da. Okay. Dann darf man den mal eben noch zu Ende labern. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Die ich von dir habe. Aber nach der Hauptstory. Ja. Zuerst müssen Sie die Gefangenen freilassen, damit die True Sons beschäftigt sind. Suchen Sie nach einer Art Sicherheitsterminal. Da wir jetzt schon so viel gelevelt haben, ich glaube, wir sind ein bisschen bei der overlevelt. Ich spiele auch nur auf Story. Ja, können wir auch noch. Stimmt, wir können erst danach einen zweiten Mal konnten wir erst das herstellen, ne? Genau. Das Sicherheitsterminal sollte nicht weit sein. Schauen Sie sich um. Was ist nicht die wir schon mal gemacht haben, letzte Woche, oder? Nee. Da war ich jetzt vorhin auf dem Weg hin und dachte mir, nee, nicht nochmal. Auf den Trick falle ich nicht nochmal rein. Aktives Terminal erkannt. Alle guten Dinge sind drei. Schließen Sie Isaac dort an. Ich bin drin. Jetzt die Zellen öffnen. Die Zellen sind offen. So, mischen wir die hier mal auf. Ich glaube, die habe ich noch mit meinem anderen Char gemacht. Dude, hetz mich ja, nicht. Ja, immer diese Hetzerei hier. Sind alte Männer. Ey, unsere Reaktion ist nicht mehr so schnell. Ja. Heißt schon das Räumer. Echt, ne? Dieses schnelle Klicken immer. Ja. Hier sind auch schon kaputt. Echt, ey, aber schöner Zug. Warte, stell dich mal hin. Kann ich Sandmann nachher machen? Moment. Hier ist noch eine Kiste drauf. Ja, was, dann komme ich zu dir hoch. Ja, stellen wir uns vielleicht für das Thumbnail vorne hin. Ja. Ich habe ja mittlerweile so eine schöne Vorlage, da mache ich ja die ganzen Thumbnails raus. Ja. Sie haben gegen den Uniform Code of Military Justice. Was gut, ich in die Übertragung bin. Ich dass du ein bisschen Licht hast. Ich nur den Charakter irgendwie gedreht kriegen. Ah. Es geht leider nicht so, wie es haben will. Warte, stell mich mal so neben dir. Hast du denn keinen Kameramodus oder so? Boah, ich weiß nicht. Versuche ich das jetzt zu nehmen. Zugang wir haben jetzt 6426. Schreib mal im 6426, damit ich das weiß.
Ach, falsch rum. 46, 26. Schön, er erinnert mich gerade so ein bisschen an Fallout 4 hier. Letzte Woche hast du auch deine andere Maus dran gehabt, fällt mir gerade ein. Heute auch. Ja, aber du hast ja letzte Woche Zeit gehabt, dich damit einzuspielen. Ja. Und auch jetzt die Woche über mit meinem Kopf und alles. Ja, deswegen, ja, hast du dich ja ein bisschen dran gewöhnt, denke ich. Hey, das Auto hier vorne erinnert mich so ein bisschen an Left 4 Dead mit den ganzen Feuerlöschern da. Warte, ich guck sofort. Verdammt. Hier vorne das rote. Stimmt, ja. Ja, ja. Die Feuerlöscher, wenn das die Benzinkanister sind? Ja, denke ich. Ja, wird boah, wahrscheinlich die... Boah, so scheiße. Boah, ich hab's so geflucht, ne? Haben wir die nicht damals mit Pola und Dingens gespielt? Ich glaube nur mit Pola, ne? Ja. Ich glaube, nee... Da war noch ein anderer mit dabei. War Ice Ring schon mit dabei? Ich meine, da war er schon dabei. Oder war Alex das? Ich glaube, abwechselnd war das ein bisschen. Du musstest ja herkommen. Okay. Nee, Pola war länger dabei. Genau, Pola war ja, glaube ich, mit ja fast allen Karten. Ich glaube, bis auf eine dabei. Ja, Pola war eigentlich immer fast immer dabei. Pola haben wir kennengelernt durch Karmechanik-Simulator. Von dem habe ich auch nichts mehr gehört. Ja. Probably busy mit Freundinnen, so wie Alex. Ich denke mal, ist ja wahrscheinlich da irgendwas in die Richtung. Die schalten die Überwachungskameras aus. Echt clever. Ich mag solche Dinger, da will ich gerne mal durchgehen durch so ein Museum. Oh nein, nicht die Ecke. Eindringling. Oh, Flashbacks. Ich dachte mir gerade noch, hier drin zu kämpfen, wäre bestimmt ziemlich beschissen. Was brauchst du so lange, um diese dumme Waffe nachzuladen? Unterwegs. Für uns oder für den? Uns oder von denen? Zwei dumme ein Gedanke. Ja, ist doch wahr. Er sagte, eine Verstärkung ist unterwegs. Okay, es ist für die. Wir haben aber keine Chance. Machst du links den bei mir? Ja, erledigt. Macht das hier so easy. Merkt das schon, komm gar nicht dazu, überhaupt die Wand zu erledigen. Ja, du machst 1000 Schuss pro Kugel und machst ungefähr 40 Kugeln pro Millisekunde. Und fertig. Easy. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet.
Die Übertragung aus dem Hauptgefangenenraum ist abgebrochen. Nur noch Rauschen. Wie immer. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Schlüssel zum Keller. Oh, nicht schlecht. Oh, wo geht's denn hier hin? Brauchen. Ist noch ein Telefon. Wir haben die Division viel zu lange unterschätzt. Sie haben uns geschaltet. Aber wir müssen uns nicht überlegen. Das ist gut, da ist nicht ein Aufzugsschacht, weil wir durchmüssen. Hier ist noch Käste. Die Hyenas und Outcasts werden der Division nicht lange standhalten. Wenn die Zahl der Gegner ist reduziert ist, dann... Auf keinen Fall. Wir sind keine Aasfresser. Wir sind die True Sons. Wir werden uns nicht wie Feiglinge in der Garnison verkriechen. Wir müssen in die Offensive gehen, solange es noch möglich ist. Ich rate zur Vorsicht, General. Wir könnten viele Soldaten verlieren. Wir sind im Krieg. Wir verlieren entweder Soldaten... Wir haben 8 Verletzte, Sir. 3 tot, 2 im Sterben. Erzähl mir, was passiert ist, Junge. Ein beschissener Outcast kam schreiend angerannt. Also haben wir ihn abgeschossen. Und er explodierte einfach. Gut gemacht. Ihr habt getan, was ihr konntet. Oh, hier kann ich eine Tür öffnen. Was zum Teufel stimmt mit diesem... Mit Lootkisten? Keine Sorge. Okay. Wir korrigieren das. Wir werden sie vom Angesicht der Erde fegen. Was hat denn der Mordi gemacht, dass er doof zu dir war? Sie wieder im Bild. Der hat gar nichts gemacht. Gleich da vorne. Sobald sie den Laptop haben, mein Schätzer sie verwandert. Vielleicht nicht mehr. Ich glaube, ihr seid beide Bot. Ihr könnt euch nicht gegenseitig bannen. Geht auch nicht, habe ich schon ausprobiert. Alleine so gehasst den Gegner. Aber mit dem Scharfschützen gehen wir auch nicht da durch. Ah, jetzt schon. Kopf ist frei. Nice. Behördaten sichern. Alles klar. Lass uns mal wieder hochgehen. Süden. Sowohl als auch. Mehr kommen von Süden. Mit all den verriegelten Toren ist der Nordausgang sowieso näher. Also sollen wir auch da durchlaufen? Sieht so aus. Los! Erst Krankenwagen, jetzt Feuerwehr? Gleich ist Togo wieder weg. Kommt der Rest des Abends sich wieder? Mein Haus wieder? Hatten wir das nicht schon mal? Ja, im Pferde damals. Aber dir gegenüber irgendwie was war wegen Feuerwehr und musstest doch alle aus dem Haus und hast du nicht gesehen? Ja.
Ah, Mist. Moment. Okay, also bei deinem fundierten Wissenmacher Nuba bin ich auch ein bisschen, fühle ich mich gerade persönlich angegriffen. Warum? Was passiert? Das Star Wars Wissen, was sie sich heute erlaubt hat. Ja, das ist unter aller Sau. Also, das ist echt, geht gar nicht. Mhm. Danke. Schon? Ja. Der ist schon da. Jetzt schmeiße gerade noch die Granate. Diese Daten werden für Odessa kurzfristig sehr hilfreich sein. Und auf Dauer auch für uns alle. Und sie haben dieses elende Loch erfolgreich zerschlagen. Hey Agent, wir sind bereit, ihre Fertigkeiten in der Basis zu erweitern. Neue Einsätze, nice. Okay. Der Campus und das Schloss. Wir konnten Material über den Hyena-Rad sichern. Machen wir doch erstmal das Schloss. Dafür eine Reise zur Siedlung. Ach, da hinten hin. Siedlung ist Stufe 15. Mhm, da laufen wir mal hin. Welcher? Wir haben zwei. Im Süden. Ich dachte, da ist noch eine. Okay. Lass mal Video gucken. Das hab ich mir gar nicht mitbekommen. Wir boten euch sogar unsere Freundschaft an. Aber ihr habt uns ins Gesicht gesprochen. Wir hatten Geduld, waren nachsichtig. Mein Tod ändert gar nichts. Die wählen einen neuen Anführer, bitte. Wir werden dich nicht töten. Wir geben dir eine faire Chance. Hier, zwei Versuche. Ein für jede Zurückweisung. Wenn du überlebst, bist du frei. Ich mache es wieder gut. Lass mich bitte gehen. Zweimal! Oder ein langsamer Tod. Deine Wahl. Fuck! War das alles? Was? Hast du gedacht, ich gebe nur eine Kugel ein? Scheiße, ich hab Blut abgekriegt. Okay, wie viele Kugeln hat er da reingelegt? Mhm.
Bis dahin bist du wieder, hast du auch wieder Standreise gemacht. Das heißt, ich kann wieder zu dir rüber. In der Togo. Nee, ich guck mir auch gerade das Video an. Ach so. Hab ich dir gespoilert. Oh nein, er hat Blut abbekommen. Ja, ne? Voll schlimm. Da bringen sie wieder einen Bogen zu einer Schießerei. Ja. So, bist du schon weitergelaufen? Ich bin gerade am Ausgang hier. Achso, ich bin nämlich gerade im Inventar dran. Ja, wo bist du überhaupt? Ich stehe hier irgendwo rum. Oh, nein, noch eine Waffe. Und schaffst du bist da noch. Ja. Ja, dann kann ich auch mal im. Ich mach gleich mein Inventar. Kann ich dir Waffen teilen? Möglich, ich weiß aber nicht, wie Handeln geht. Ich auch nicht, weil ich habe ein Scharfschützengewehr mit 4159 Schaden, also. Nett, wir können gleich mal in der Siedlung hier gucken. Man kann die Leute ja irgendwie mit E angrabbeln. Ja, müssen wir da mal gucken, ob es dann geht. Lass mal gucken, wo bist du denn gerade? Die Siedlung müssen wir, glaube ich, noch erobern. Dann erobern wir mal. Jo, ich guck gerade kurz Rüstung durch. So. Vorne haben wir noch ein paar Gegner. Wir haben einen Notruf von der Schlosssiedlung empfangen und konnten seitdem keinen Kontakt mehr herstellen. Gehen Sie da mal hin, wenn Sie können. Die Trussans haben Ihnen schwer zugesetzt. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Und in der Mitte schließen uns ein paar an. Ja, warum haben die eigentlich alle Rüstung mittlerweile? Das ist doch nervig. Lass die doch einfach weg. Ich gehe nicht. Kannst auf mich zählen. Von der Seite. Deswegen hat man auch mal mehrere Waffen dabei. Ich stehe aber auch immer wie ein Idiot vor dem Gegner und lade nach. Ich wechsle meistens immer vorher. Dazu. Ja. Da schauen wir uns doch mal die Siedlung an. Das Schloss. Sieht eher aus wie eine Kapelle oder eine Kirche. Könnte eine Kirche sein. Das sieht nicht so gut aus. Hm, hier ist niemand mehr. Ich glaube nicht. Schloss Siedlung, wow. Kontrollpunkt entdeckt. Ist der hier drin?
Ah ne, der ist im Süden. Über den, um den brauchen wir uns erstmal nicht kümmern. Wir müssen hier irgendwie in den Keller kommen. Hä? Bin ich blind? Das Licht wäre nicht schlecht. Nicht sicher, wo die sein soll. Okay, ich soll mit jemandem sprechen, aber wo soll die denn sein? Also die Markierung springt ja so ein bisschen durch die Gegend. Deswegen, ich gehe mal auf der anderen Seite gucken, ob ich da irgendwo was finde. Ja, dann müssen wir da von draußen ran. Ich bin mir nicht so sicher. Also, naja, also wenn ich rausgehe, ist es weg. Es ist komplett weg, das heißt, es muss irgendwo innen drin sein. Obwohl, ich komme da nirgends zum Hoch, nix. Eine Tür, die ich irgendwie öffnen könnte. Das Ding zeigt hier ist ein bisschen. Guck mal hier. Wo ist hier? Ach, hier liegt da. Nein, hier ist eine Tür. Ah, ich komme. Ah, das. Da hast du Videosequenz. Börseangriff, Chemiewaffen. 7 Überlebende. Ja, Manny, 7 insgesamt. Der Sheriff ist gerade gekommen. Können Sie diese Leute in Sicherheit bringen? Ich werde den Bastard umbringen, der das getan hat. Du bist in Sicherheit, versprochen. Der Angriff kam vom Jefferson Plaza. Tun Sie, was nötig ist. Hey! Töten sie alle. Oh, die ist ein bisschen aggro drauf. Ja. Ab dann, Satz, ja, dann nehmen wir die doch direkt mit, würde ich sagen. Ja, Kontrollpunkt. SWD-Nebeneinsatz, Haupteinsatz. Ja, dann haben wir das direkt fertig. Klingt gut. Dürfte ja alles auf dem Weg sein, denke ich, oder? Yep. Die Drossel. Das Geschütz geht ein bisschen geil da. Ist nicht mehr. Verstärkung trifft ein. Oh, da kommt gut Verstärkung.
Oh, du hast einen Roboter geschickt, habe ich gar nicht mitbekommen. Gerade so hier in Action hier. Wird wieder mich. Zeitlich Position. Verstärkung ist da. Yep. Also das Geschütz wäre aber noch weg. Wo kommt was mich nervt? Die schleichen sich an mich ran. Wir haben es auf mich abgesehen. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Schon wieder? Der nächste. Ja. Hier ist irgendwie doof. Steht, ist alles gut. Kann ruhig im Freien stehen. Richtig. Ziel im Freien! Bleib jetzt bloß bei der Sache. Hier, Lila. Yay, ich auch. Hatschi. Gesundheit. Danke. Ach, nur eine Brust. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Letzten Dings haben wir den Vorratsraum total vergessen. Kann sein, ja. Aber egal. Dafür nehmen wir den hier mit. Hier ist niemand. Ich bin froh, dass Sie bei uns sind. Eine Beinehalterung habe ich bekommen. Nichts. Verschwunden. Ja.
So, wo sind wir denn hier? Du hast der falschen Frau ans Bein gepisst. Kann man das überhaupt? Echo entdeckt. Okay, hab einen. Okay. Scheint schon. Was ballerst du da? Da ist keiner mehr da. Da. Ein Sniper ist da oben noch. Aber der steht da und ist ein bisschen festgebackt. Nette Brüste. Warum? Wieso was? Nette Brüste? Ist ein nettes Item. Ach so, ja, das ist doch schon besser. Was dachtest du, was du dann direkt wieder denkst? Ja, hallo? Oh, ich habe ein Scharfschützengewehr mit 3072 Schaden aufgesammelt. Nice. Wahrscheinlich auch noch ein besseres. Ja. 200 Schuss Magazin. Heieieiei. Das nehmen wir doch direkt mal. Ja genau, da war ja noch irgendwas wegen Vorratsraum, ne? Genau. Schön Sie zu sehen. So. Abbrechen. Deine Verbindung? Meine Verbindung sollte gut sein, warum? Weil der Stange hat irgendwas wegen. Achso, du bist am Modden. Der Stange hat irgendwas wegen Verbindung. Ha. Nee, nee. Ja, ich hab dich auf dem Handy an. Ich hab das Handy ein bisschen weiter weggelegt. Ach so. Oh, nett. Oh, 200 plus LMG. Vorher hatte ich nur 46 Schuss. Oh, okay. So, dann holen wir noch das SWD-Dingen und dann die Hauptmission. Ja. Ach, übrigens, wenn du nochmal auf die Idee kommst, dass ich bei Ikea Messer und sowas kaufen soll, erschieße ich dich übrigens, ne? Warum? Ich habe heute Brötchen aufgeschnitten mit dem neuen Messer. Ich habe mir so in den Daumen geschnitten, dass ich direkt erstmal den Daumen abgedrückt habe. Jetzt tut mein Daumen weh. Ist schön scharf, oder? Alter, das ist das zweite Mal. Ich habe mich sonst nie mit Messern geschnitten. Und das geht so durch wie Butter und plötzlich zack. Ja, ist doch gut. Soll ja auch ein Messer sein, das... Ja, ein Messer, aber ich will mir nicht in den Darm schnallen. Voll, es ist diesmal der linke Messer und nicht der rechte. Beim Respekt, Mr. President, eine Situation wie diese erfordert vollen Einsatz. Na, also ich habe mich mit den neuen noch nicht geschnitten. Halbe Maßnahmen von wegen! Diese Agents haben volle Exekutivgewalt und die modernste Waffentechnik. All das nutzt nichts, wenn sie ohne Rettungsring ins kalte Wasser geworfen werden. Gott, Larry, Sie kennen die Geschichtsbücher. Gut. Sagen Sie Louis Cheng, dass die zweite Welle grünes Licht hat. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Ich muss das gleich abmachen, weil mein Daumen tut gerade höllisch weh. Ich habe ja von Star Wars gespielt, da brauche ich den Controller, aber damit zu spielen ist ein bisschen doof. Ja, erstmal Cola mitnehmen. Oh, ist das cool, das Gewehr.
Wenn das weiter so geht, spielen wir noch mit Scharfschützengewehren. Ich habe jetzt gerade das LMG, was ich benutze. Und das haut halt gut rein, das ist super stabil. Und wo bist du denn hin? Von unten. Obwohl, das ist gar nicht so schlimm, sehe ich gerade. Dicker, fetter Schnitt, aber so dick ist es nicht. Okay. Hast du da unten noch Gegner? Nö, ich habe hier keinen. Also ich sehe zumindest keinen. Ja. Komm mal hoch zu mir, dann machen wir noch den SPD-Einsatz. Einfach stehen, Junge. Erstmal gucken, wo du bist. Hinten. Na, da kommst du. Wow. Die Truthands haben nicht weit von ihrer Position einen Zug entgleisen lassen. An Bord befand sich ein SHD-Tech-Behälter. Und die Truthands haben ihn vermutlich gefunden. Ich weiß jetzt gerade nicht, auf welche Taste meine Heilfähigkeit ist. Oh. Alter, wo kommt er denn jetzt her hier? Das frage ich mich auch. Dem dämlichen Granatwerfer. Und richtig krasser Rüstung. Down. Black. Und droppt nicht mal was. Doch, hat er. Bei mir. Bei mir nicht. Eine Waffe, aber eine Schrotflinte. Ach, der Arsch. Ja. Das bringt natürlich voll was. Magazinwechsel, aber beeil dich, okay? Sie nähern sich der Markierung. Ah, fühlt sich gut an. Dann nähern wir uns doch mal. Oh nein, der Behälter ist offen. Oh nein, mein Loot ist weg. Die haben unser Loot geklaut. Scanne. Markierung in der Nähe. Das wo? Ey, schieß doch nicht auf mich hier! Meinen Teilen hier. Los, halt dich doch. Das geht dir bestimmt. Ah.
oben ist auch noch einer. Na, da oben. Keine mehr, wo wirft die dir denn hin? Ach, hinter mir. Hinter dir. Aber ich sehe die Alte, ich krieg die nicht ins Feuer. Doch, jetzt habe ich es erwischt. Meine Schutzweste ist nutzlos. Ach Mist, das habe ich den wieder zu dir rüber geschickt, das wollte ich gar nicht. Muss mal gucken, ob ich den auch kriege. Dann hole ich mir den auch, dann schicke ich den jetzt zu dir rüber. Ja, das wäre halt gut zu wissen, wenn ich wüsste, wie ich ihn zu mir schicken könnte. Ja. Oder wie ich ihn wieder rüber schicken könnte. Oder was, warum habe ich dich? Kann ich dich da rüber schicken? Nee, kann ich nicht machen. Nee, das kann, also ich nur, ich kann den befehlen, aber ich kann ihn glaube ich nicht wieder zurückschicken, das ist doof. Vielleicht ist das ein Skill, den du noch später freischalten musst. Ja, schon doof, wenn man das erst noch lernen muss. Vielleicht gibt es das auch gar nicht, dass du es halt gar nicht machen kannst. Doof. Er schickt sie einfach wieder weg. Ein bisschen Muni wäre nice. Hey, kommt hier gleich ein Tank raus? Stimmt. Ja, jetzt habe ich das auch gecheckt, was du meinst. Ich habe es gerade nicht gesehen, weil ich da unten war. Der Behälter ist ganz in der Nähe, Agent. Oder wie sind jetzt der Tank, der jetzt hier rauskommt? Rar. Ich habe Togo nicht gefüttert. Gib ihm Snickers. Ja, wir haben noch Knoppers. Keins mehr? Snickers habe ich keine. Ach du, hab ich ja gar nicht erzählt, ne? Ich habe gewettet mit einem Arbeitskollegen. Okay. Scheiße, jetzt habe ich die Waffe ausgerüstet. Warte mal kurz gucken. Ne, habe ich nicht. Ich habe mit dem gewettet, dass ich in einem halben Jahr meine Plauze wegkriege. Und? Also bis Februar habe ich Zeit. Und wenn ich gewinne, also ich schaffe, kriege ich Red Redemption 1, den PC von ihm geschenkt. Wenn er gewinnt, kriegt er einen Kasten Cola. Ja. Er sagte, du brauchst eine Motivation, du musst aber das Herz wieder auf. Aber ich habe ja schon die ganze Woche Sport gemacht. Also ich arbeite dran. Ich muss mir jetzt nur noch so einen Bauchfett-Trainer irgendwie besorgen, dass ich dann, wenn ich den anderen Stepper benutze, dass ich das wegkriege. Ich hab das Ding nicht gesehen. Okay, ist kaputt. Ganze Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, die ganze Woche. Du musst bedenken, wann war der erste? Ab 1. August mache ich Sport. Das Ding nochmal nicht ganz den ganzen Tag bei mir, so wie du. Ich reiß dir den Arm. Ah, fuck. Ich spiele gerade hier wirklich eine Art Off-Tank hier. Lass mal wieder ein bisschen mehr aufs Spiel fokussieren. Vorsicht, Granate! Meine Granate! Dann kannst du nicht sehen! Ihr wisst, was zu tun ist! Das ist ja wohl die falsche Deckung. So, Scan kommt. Ich muss die Waffe erst nachladen.
Yay, weg ist er. Den Behälter mit der Tech nicht öffnen. Das Schloss sieht robust aus. Wenn Sie Zeit haben, bringen Sie ihn zurück zur Basis, Agent. Ja, noch mehr Kisten. Und dann mal zur Hauptmission. Wie, war er nicht tot? Ich dachte, er wäre weg. Nee, er lebte noch. Oh, ich hasse das, ne? Wenn du auf die schießt und hast du keinen Headshot. Ja, und dann überleben die so mit 1% Leben. Aber ich muss auch sagen, bei der Waffe selbst, wenn du auf den Bauch zielst, habe ich manchmal so das Gefühl, dass nachdem du geschossen hast, einfach noch nicht die Kugel da ist. Nee, ich glaube, die muss noch bis dahin fliegen. Ach ja, mit dem Bögen zur Schießerei wieder. Ja, besser, was Beste, was du machen kannst, eigentlich. Die nehmen mich in die Zange! Weil es hört dich dann ja im Endeffekt keiner. Also, eigentlich ist es ja nicht dumm, nur. Ich bin mir nicht so sicher, ob du mit so einem Pfeil durch so eine Rüstung durchkommst, wie. Er jetzt gerade auch anhat, mit dieser Rüstung. Denk doch mal an Payday, wie oft wir die Waffen gewechselt haben, weil wir mit den Waffen keine Möglichkeiten hatten, da durchzuschießen durch die Panzerung. Aber jetzt sind ja auch eine Menge Gegner. Da unten kommen wir nicht hin. Die lasse ich jetzt. Aber der Modi lässt sie nicht. Nee, ich will sie killen. Ich brauche EP. Ich will Level 13 werden. Sind davon kommen die hier hoch. Sind sie. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Jede Menge Kies. Waren die Tiere überhaupt erschießen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, schon ziemlich doof, wenn sie es da reingemacht hätten. Obwohl es Ubisoft, wer weiß. Jemand wurde getötet! Ich sehe dich da hinten. Oh Gott, wie weit ist der? Nee. Der ist mir zu weit weg. Der hat heute Glück. Dann machen wir nochmal noch den Haupteinsatz hier. Wolltest du dann schon aufhören? Ich denke. Obwohl, wir haben es erst 21 Uhr. Was? wir haben halb neun. Es ist halb neun. Sag ich doch. 21 Uhr. Ich dachte, wir wären schon. Nein? Soweit. Nein?
Sie müssen die Truce müssen aber kurz Pickelpause machen. Ja, machen wir. Legen Sie also jeden Zug lahm, den Sie finden. Diese Munition darf nicht verteilt werden. Denken Sie daran, wie es dem Schloss ergangen ist. Muni? Cool, der ist direkt irgendwo reingefallen. So, Nachschub. Jetzt war ziemlich kaputt. Ich habe irgendwas zerstört. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn erwischt habe. Nicht sterben? Nee, ich doch nicht. Wir haben Wilson eventuell vor dem Haupteingang zum Mall entdeckt. Wir müssen diesen verdammten Hurensohn erledigen. Von ihnen aus gibt es keinen direkten Weg. Also müssen sie durch das Hotel in die Mall gelangen. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Hol die Munition. Wir müssen die Kampfmittel sichern. Negativ. Die U-Bahn ist nicht sicher. Such den anderen. Bestimmt, was Muni mitnehmen wir. Hä, ist da gar keine Muni. Nee, ist nur ein normaler Loot. Die sind da drin, schnappt sie euch! Oh, Level up. Weil jetzt vor der hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ich aktuell noch nicht so wieder.
schon Spaß gemacht, das Game eigentlich. Ich bin immer so ein Gentleman, der macht dir die Tür auf. Vielen Dank. Dafür lasse ich dich hier, dir hier den Vortritt. Na. Autsch, das hat weh. Ach, da oben. Ich bin schon down. Ein Sniper. Leg dich um! Wer kann ich nicht ab... Das heißt, knick dich, nicht fick dich. Denk erstmal die Monetarisierung hier. Fällt denn eigentlich ein? In den Umkleidekabinen? Ja, telefonische Lust nachher. Das Gebiet von Sergeant Snow, General. Mike Snow, Captain Wilson. Er ist ein Deserteur. Verräter haben keine Ränge. Tut mir leid, Sir. Er soll eine Politik der offenen Tür betreiben. Er war schon immer schwach. Die Zahl der Flüchtlinge bei Ihnen steigt ständig. Die schlimmsten, die es in dieser Stadt gibt. Degenerierte und Verräter. Wozu sind sie denn gut? Das Virus wird sich rasant dort verbreiten. Wir müssen das Problem an der Wurzel anpacken. Räumen wir endlich in dieser Stadt auf. Mal sehen, was das DC-62 so alles drauf hat. Da ist ein Aufzug, der sie in die Mall bringt. Wilson ist noch am Eingang und hat offenbar ein Mörserteam bei sich. Sicher die Mistkerle, die das Schloss angegriffen haben. Mörserteam gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Mörser war was? Mit Granaten, ne? Ja, die so von Weitem geschossen werden. Im hohen Bogen. Ah, das ist kacke. Feindliche Truppen im Anmarsch. Von wo? Vom Aufzug, oder? Da, wo wir herkommen. Ach du Scheiße. Ganz ruhig bleiben! Der gerade gestolpert? Ja. Warum? Wieso? Ich glaube, er hat eine Kugel in den Knie bekommen. Wollte bestimmt auch Abenteurer werden. Hier Loot aufsammeln. Ist aufgebrochen. Ja. Schön Loot ansammeln. Also davon brauchen wir auch nochmal Muni. Würde ich auch nochmal mitnehmen. Oh, ne? Ja, Muni wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da hast du recht. Aber ich muss auch sagen, es gibt... wieder Muni kriegen. Ja. Du hast sehr viel. Überleg mal in Division 1, wie wenig du da hattest. Ja. Weil da hat die eigentlich weniger Probleme. Ja, du warst, glaube ich, auch der Einzige, der das bei uns hatte. Mhm.
kontaminierten Bereich. Toxin DC-62 erkannt. Kontaminierungslevel tödlich. Ist echt noch mal eine Box. Verdammt, diese Werte sind verrückt. Ja. Hier muss ein Labor sein, wo sie es waffenfähig machen. Sorgen Sie dafür, dass es stillgelegt wird. Oh. Ja, den hast du das Bein weggeschossen. Boah, Quatsch. Oh Scheiße, ist ein großer. Mit Granatwerfer. Mit Granatwerfer. Au! Mich hat's zerlegt. Unterstützung. Es bewegt sich eine Flanke. Echt ja, wenn er weiter so macht. Bin ich erstmal zurückgezogen. Oh, Junge, macht der einen Damage. Ist gleich weg. Ist down. Ist weg. Meine Güte. Wie war nervig der Blöde mit dem Granatwerfer hier? War ziemlich stark. Achso, wir sollen Tanks zerstören hier. Wie gefällt dir das? Schon wieder so einer? Ne, ist einer mit Maschinengewehr. Oh, nicht. Ah, okay. Jetzt ist einer da. Alles wieder verheilt. Ja, ja, ich geb dir gerade Rückendeckung. Lass dich doch nicht alleine Kamikaze spielen. Das Glück wird nicht ab. Ausgezeichnet. Ich schicke ein Team, um den Rest zu zerlegen, sobald sie abgezogen sind. Mein Handy ist schon wieder ausgegangen, Sekunde. Irgendwas ist explodiert. Mhm. Wollte ich gerade wieder anmachen. Also. Ja. Ja. Naturgefühl, wer ist mit uns beiden heute Abend? Ah, Scheiße. Ja, ich suche dich gerade. Mein Handy geht dann dauernd aus. Da bist du doch. So. Verstehe nicht, warum der dann dauernd ausgeht. Keine Ahnung.
Akku leer? Der Akku ist voll. Also, hat noch genug Akku drin. Ja, wo ist denn? 48% habe ich noch, also alles gut. Ja. Und die nächsten Kisten. Keine Neustadt, so, ne? Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Boah, das ist Story, das soll man eigentlich hinkriegen. Ich denke auch. Scheiße, was war das denn? Ich glaube, das war ein Mörser. Der ist nämlich da oben. Ist da. Ein Dicker. Das sollte fürs Erste meine Drohne. Ja, ich habe mich jetzt auch sofort. Oh, fuck. Ich habe noch so ein Blutungsdot drauf. Er ist down. Yes. Ich hasse die Typen jetzt schon. Oh ja. Autsch, war ist noch einer da? Der Mörser ist wieder besetzt. Darf nicht entkommen. Den schnapp ich mir. Ratatatam, weg ist er.
Da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Keine Gegner in Sicht. Gute Arbeit. Wilsons Einheit ist außer Gefecht und die Chemiewaffenpläne der True Suns sind auf Eis gelegt. Außerdem hat Kelso gerade bestätigt, dass die Überlebenden aus dem Schloss sicher in der Dachsiedlung angekommen sind. Was passiert ist, ist passiert. Aber wenigstens wird es dank Ihnen nie wieder geschehen. Agents, ihr scheint, Sie sind bereit für eine neue Fertigkeit. Kommen Sie zur Basis und wir gehen das an. Ausgang? Ja. Siehst du einen? Ich sehe keinen. Ach, hier vorne. Oh. Kontaminierter Bereich. Oh, warte, da ist noch ein Telefon. General, da ist eine Frau. Die sagt, sie wäre eine Vertreterin der Theatersiedlung. Sie will mit Ihnen sprechen. Worüber? Sie will verhandeln. Verhandeln? Warum sollten wir mit den Leuten verhandeln wollen? So, dann ich frag Sie. Bin ich mal kurz AFK. Ja. Du schaffst das hier schon. Ja, ja, das ist wahrscheinlich. Du mit einfach am Hintern rum. Lass durch, wo war's? Yeah! Du standest hinter mir und hattest die Hand, wo sie nicht hingen sollte. Ich hab auf dich aufgepasst, hat gerichtet. Und gestürmt. Hör mal, seit wann kannst du deine Videos... Weißt du nicht, dass ich feucht werde? Seit wann kannst du auf Twitch nicht mehr umskalieren, von 720p runter? Keine Ahnung, hab ich ja schon den dritten, vierten Stream? Also sind das so zu wenig Streams, dass die das wieder rausgenommen haben? Also ich bin noch Affiliate. Ja, aber das kann sein, dass ich ja auch. Nicht, also ja, muss ich mal gucken. Deswegen bin ich jetzt auch wieder auf 3,5 Mbit runter. Weil deswegen schmiert auch jedes Mal mein Handy aus, weil das WLAN kriegt das nicht geladen. Oh. Mhm. Mich gerade nachgeguckt, weil ich mich gewundert hatte, dass es bei dir nicht geht, deswegen. Mhm. Aber du hast eine schöne Mütze auf, also deine Haare sind nicht nass. So, ich habe noch Pralinen gefunden. Alter, ja, auf zu futtern. Hab ich auch Bock zu essen. Ja. Ich habe jetzt noch einen Jamaika Rum und Trüffel irgendwas. Ich hab Champagner. Ich hast du noch Ding Dong. Ey, Togo, was geht? Wo ist der Rum? Ich habe mal mein PC mitgemacht. Ich wollte ein paar Spiele hochladen. Runterladen. So, also wir machen jetzt mal noch Kontrollpunkt, würde ich sagen. Safe ja, wir haben jetzt 9 Uhr, also ich würde... Ja, wolltest du direkt den nächsten Hauptansatz heute noch machen? Wir gucken mal. Wir machen Kontrollpunkt, Safe House und gucken, wie spät es ist. Wir brauchen ja dann lass uns so das eine machen. Halbe Stunde für eine Hauptmission. Ja, so grob. Aber ich finde die gar nicht so schlecht, die Hauptmission. Also die machen echt Spaß. Mhm. Auf jeden Fall besser als im ersten Teil. Ja, wesentlich besser. Im zweiten haben sie vieles besser geachtet, Scheiße. Das, was mir nicht so gefällt, ist, dass hier, wenn du durch die Stadt läufst, so unfassbar viele Gegner hast. Ja, das ist ein bisschen zu viel, ja. Aber mir ist auch aufgefallen, ich sehe gar keine anderen Leute draußen rumlaufen von uns. Also andere Mitspieler. Nee, das siehst du ja auch nicht. Die siehst du ja nur in der Hauptbasis. Ja. Also in den Siedlungen und so. Ach du Scheiße, da kommen noch mehr. Und das nervt so ein bisschen. Ja, es sind zu viele. Jetzt weißt du, was ich bei Redfall hatte. Es hat immer diesen permanenten Gegner plötzlich da, ne? Also du warst immer unter Beschuss quasi. Keine Schusslinie. Wir wissen, dass ihr zuhört. Lasst euch nicht mit den Schultern anspielen. Schwört uns doch heute die Treue, da nehmen wir euch mit offenen Armen auf.
Redfall habe ich ja gesehen, ist auch im Game Pass drin. Spiel mal an, mal gucken, wie es dir gefällt. Also, wenn ich da gesehen habe, war es jetzt nicht so meins. Feindliche Übertragung erkannt. Ich glaube, ich habe 3-4 Missionen gesehen und die sahen fast alle gleich aus. Es ist auch im Endeffekt das Gleiche. Also, da haben sie sich nichts mit Chrom bekleckert, muss ich sagen. Das knickt dich ins Knie, durch. Junge. Meine Fresse, das gibt's ja gar nicht. Auch von hier durch den Dreck zu rollen, wie so ein. Er hat einfach. Ich weiß nicht, was das Kind ist. Danke, Togo. Wie was? Dreh dich mal um. Habe ich dir hier den Platz geklaut? Ich wollte auch gerade dahin laufen, weil ich dachte, einfach mal dahin jumpen. Aber es ist das zweite Mal, glaube ich, heute schon, das dritte Mal. Also heute läuft das richtig gut. Jetzt müssen wir einfach noch verteidigen. Boah. Also, wenn die mein Internet hätten, wäre das sogar noch schlimmer. Sie meinen Gott und Sie retten? So ein Quatsch. Nur die Schuhsatz bieten Erlösung. Treten Sie uns bei und verdienen Sie sich Ihren Platz in der Geschichte. Junge, halt die Bubble, ey. Da geht mir jetzt schon auf den Sack. Zugangsschlüssel entdeckt. Ich hole den Zugangsschlüssel. Kannst du gleich weitermachen da? Was ist denn das hier? Ja, an dem Gerät hier? Ja. Das hier geht der Division. Wir wissen, dass ihr zuhört. Langsam solltet ihr euch den Schlussanz anschließen. Spürt uns noch heute. Vorgang fortgesetzt. Habe ich irgendwie nicht mehr. Ach, da oben. Oh, sie kommen über die Mauer. Das ist ihr gutes Recht. Aber wissen Sie was? Dann sind Ihre Tage gezählt. Oder Sie helfen uns. Das Theater steht Ihnen offen. Freunde gefunden. Wo geht's denn hier rein? Ja, das ist schwer. Da sind schon wieder welche. Ja, das nervt doch ziemlich. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Das ist ja noch nicht mal eine Herausforderung. Du gehst zu Boden! Fand ich das in The Division 1 besser, wenn so ein bisschen weniger einfach los war. Das fühlte sich dann wirklich an wie eher so irgendwie eine Apokalypse. Mhm. Ein neues Scharfschützengewehr wäre mal nicht schlecht oder so.
glaube, jetzt müssen wir uns durchs Hotel kämpfen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich gerade richtig laufe. Ne, ist falsch rum. Aber auch nicht durchs Fenster. Warum, ob ich hier lang komme? Und nehme ich einfach den Feuerwehrwagen. Ja, wie wär's, wenn wir einfach den Vordereingang nehmen? Ach, das kann auch jeder. Dann warten wir eben auf dich. Ich bin schon unterwegs. Oh. Ja. Also frei und hab uns mal beim Pferden angemeldet. Ja. Ich hab die zwei an der Seite noch gemacht. Wie viele das da einfach sind. Dann wird man Tollpunkt von denen. Oh, schön. Also die ist leer. Das ist schlecht. Die Artillerie müsste aber auch gleich kommen hier bei uns. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Oh. Scheiße. Das ist keine Artillerie, das sind Alliierte. Egal, Hauptsache da kommt irgendwas und hilft uns hier. Hm. Wir müssen mal kurz zurückhalten. Wir lassen uns nicht das Zuhause stehlen. Keine Schusslinie. Ich mach den Agent kaputt! Ich mach's kaputt! Oh, fuck. Ohne kommt schon. Ach, warum kann ich nicht eure Waffe looten? Gegenangriff kommt. Sich mehrere Feinde erkannt. Ob hier noch irgendwo ein bisschen Muni liegt? Ja, komm schon, geht kaputt. Zu viel Munition. Ich gebe Deckung. Das Zeug kann ich vergessen. Da, die Flanke. Die Granate habe ich getroffen. Ist tot. Das
Sind alle okay? Sieht aus, als könnten wir tatsächlich noch ein Bier trinken. So, erstmal Vorratsraum plündern. Geh nur ein Bier? Was? Nur ein Bier trinken? Ja. Danke für die Hilfe, Agent. Oh ja, Stufenaufstieg. Ohne Sie hätten wir nicht gewonnen, Agent. Danke, kann ich Ihnen was geben hier? Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft. Können Sie uns vielleicht Vorräte beschaffen? Sie werden langsam knapp. Ich kann auch alles spenden, dann sag das doch. Mhm. Ich drück die ganze Zeit das Einzelne, so, fertig. Yeah, Level Up, schon wieder. Ja, Inventar ist voll. Ja, die Zivilisten könnten ruhig in Gefahr sein, das interessiert gerade keinen. Das ist sowas von Latte. So ruhig bewachen. Wir machen jetzt erstmal safe aus. Ich sehe noch so einen kleinen Punkt, der sich ganz weit weg bewegt und gerade jemand sterben. Und schon wieder. Da war der Turbo wieder schneller. Da kann ich gleich auch mal kurz wegen der. Oh. Der Schaden ist zwar weniger, aber. Ach genau, ich glaube, geht auch runter. Von Scheißen bewachter Ort erkannt. Ja, gleich, eins nach dem anderen. Der Freiheit heißt das Safe House. Elektronisches Gerät erkannt. Ich muss erstmal gucken, wie ich da rüberkomme. Die hier stationierten Agents hatten einen Radiosender, um feindlicher Propaganda entgegenzuwirken. Sieht aus, als wäre noch viel zu tun. Ich schicke Ihnen, was ich habe. Mission machen wir noch, oder? Ja, wir können sie noch plündern. Es ist eine Insel. Mach doch. Also kann es gut sein, dass das Virus nicht dorthin gelangt ist. Guck mal, wenn sie mental durch. Die Mauer bestimmt das ganze Jahr über anbauen, oder? Ihre Chancen stehen gut. Sie haben vermutlich recht. Natürlich habe ich recht. Ich könnte nur fallen, weil die Chance besteht, dass ich die Malasadas der Mom meiner Freundin nochmal essen kann. Wie albern ist das denn? Kein bisschen, Kazo. Danke, Manny. Und übrigens, es heißt Kuai. Donuts heißen Kuwari? Was? Okay. Schon wieder ein neues leichtes Maschinengewehr. Was besser ist. Notizen des Agenten finden muss ich nur machen, sehe ich gerade. Okay, Agent. Dann glänzen Sie mal. Wollte ich gerade echt sagen, wo ist denn der Schmied? Falsches Spiel heute. Ja, ich habe auch eins bekommen. Aber die Genauigkeit geht ziemlich runter. Gesamtschal geht runter. Deswegen nehme ich das erstmal nicht. So, bei mir ist Gesamtschaden nach oben. 200 Schaden, also 100 Dings weniger. 100 Magazin weniger, aber das überlebe ich. Er hat ja immer noch das andere Gewehr zur Not. Ja. Das guckt nachher mal nach. Oh, da ballert ja schon wieder jemand. Ich nicht. Ist einmal unschuldig? Das gibt's ja gar nicht. Ja. Jetzt baller ich.
Sichtkontakt! Alter, schießt doch nicht den scheiß Baum hier. Mach doch nicht sowas hier. Oh. Heim ich schon wieder hoch. Warum bist du so rot? Weil hier einer von hinten kommt. Ist nicht mehr. Kram. So, Space Administration Hauptquartier müssen wir einnehmen. Dann machen wir die noch, dann sind wir, denke ich, auch durch für heute, weil wir haben mich gar nicht schon erzählt. Ich denke auch. Wo ist die Stunde hin? Nicht mehr so viel zu machen. Ja, ruckzuck ist die weg. Komm mal. Hast du denn noch Fallout aufgenommen? Will ich morgen machen. Ah, okay. Dass die nächste Folge kommt. Mach nicht zu viel. Wenn wir Isaac wieder im ganzen Raum verlassen wir hier? Bringen wollen, müssen wir das lokale System mit dem Satelliten. Ach, hier müssen wir rein. So. Im Hauptquartier sollte das möglich sein. Gehen Sie zum Kontrollraum. Ich kann Sie von hier aus durch den Ablauf führen. Hat jetzt irgendwie Gruppenkuscheln angesagt. Ja. Ist geil draußen. Er ist tot. Angriff aus unerwarteter Richtung. Außer Arm, schnell! Hier stirbt keiner. Der Kontrollraum befindet sich oben im Atrium. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Wir haben wieder eine Menge Gegner. Ja, ich muss mal kurz... Gegnerisches Funksignal abgefangen. Jetzt gerade das Handy am Ladegerät und... mein Handy. Oh, explodiert hier eine Menge. Ja, ich sehe es. Irgendwo oben müsste das sein. Auf der Seite.
Zeit, die paar Agents umzulegen. Gib's auf! Hat jemand eine Weste übrig? Ah, fuck, die Granate geht daneben. Linke Seite. Granate fliegt! Granate! Ist weg. Ist weg. Beide sind weg. Jo. Läuft. Will man noch ein bisschen im Müll? Nimm den Müll mit, wenn du gehst. Hm? Ja, Munition. Munition hapert hier nicht. Nee. Ich glaube, wir im ersten Teil keine hatten. Ja. Aber ich denke, das liegt am Story-Modus. Ey, wer war das? Die da drüben. Das ist übrigens noch ein Telefon. Vielleicht nicht mehr. Immer sind sie auch auf dem Dach. Ja, also wir haben hier draußen gespielt, nicht auf dem Dach. Also irgendwie hat sich die Zeit geändert. Da durften wir nicht aufs Dach. Ja, echt? Die Spinnsale auf dem Dach? Der Munitionskiste? Das Signal. Ja, das kennen wir auch noch von früher. Das kennen die Leute heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ah, hier ist die Munikkiste. Ich würde schon sagen, da kommt da bestimmt eine. Wenn das Hauptterminal defekt ist, sind wohl ein paar zusätzliche Schritte nötig. Suchen Sie nach einem funktionierenden Computer. Wir müssen die Verbindung manuell herstellen. Wir brauchen eine gute Antenne und einen noch besseren Funksender. Ich ahne Böses. Beides finden Sie hier. Gehen Sie da raus und richten Sie die Satellitenschüsseln aus. Unter jeder sollte sich eine Konsole befinden. Nicht durchs Fenster schießen. Scheiße, ist das denn? Nein, ich konnte das springen. Die Seite los, ich gebe dir Deckung. Er ist gleich weg. Hab ihn. Wahrscheinlich immer, wenn wir so einen Satelliten angrabbeln, dann kommt eine neue Welle. Ich denke mal, ja. Ja, ich grabbel mal. Ich habe die Koordinaten für die Satellitenschüsseln über Isaac gesendet. Es sollte nicht allzu lange dauern, sie auszurichten. Ich muss aber gedrückt halten, Gott weiß wie lange. Danke. Nicht loslassen, ne? Ich hasse sowas, ne? Komm, welche.
Der gehört mir. Handgranate! Den nicht! Was sagen, musst du immer noch drüben? Nee, nee. Die erste ist fertig. Willkommen Techniker. Ist aber weg. In die Lernen? Ja. Ich schicke mal meine Drohne. Also ich habe nur noch zwei Rüstungen nur noch. Ich krabbel den nächsten an. Solo stelle ich mir das richtig mies vor. Oh ja, das ist böse. Wenn du hier gedrückt halten musst. Den habe ich gar nicht gesehen. Jo. Lade nach! Der spuckt mich an. Das ist ein irgendwelchen doch. Zeugs. Warte ich schon mal auf der Forest. Netze Spritzer kennen und Jumper. Möchte ich das? Also Jumper hört sich ja noch verträglich an. Jumper ist so ein Vieh, dem willst du nicht begegnen. Hört sich angenehmer an als Spritzer. Ja, Spritzer willst du auch nicht begegnen. Das sind die Mutanten. Also ich hab's mit Amy damals, haben wir den Spitznamen gegeben. Ich glaube, der eine ist sogar Flickflack. Satelliten ausgerichtet und bereit für Übertragung. Signalstärke unzureichend. Weiß ist mittlerweile auch schon einer drin aus dem ersten Teil, ne? Der stammt nicht stammt wie der. Der mit den Armen da, die Bäume kaputt machen konnte. Ah, okay. Das ist die Flügel! Granate fliegt! Der gehört mir! Och, wir haben wieder so einen Granatentyp. Och, nö. Wir werden flankiert! Du Bastard! Ah, shit. Hör mein Blick! Warte, wo bist du? Ich komm zu dir rüber. Ja, ich halte so ein bisschen gerade meine Blutung fest. Liegt! Schon wieder so weit? Ja. Schwere Verwundung entdeckt. Verwundete getroffen! Ja, wo ist denn das Ding hier? Ja, das ist das nicht. Ja, das ist das auch nicht. Scheiße, boah, ich finde das Teil nicht. So dumm. Jetzt alleine, überleg dir das mal. Ja. Aber ist nur Story-Modus. Ja. Das ist das Problem, ja. Hab nochmal Glück gehabt. Bevor die Regierung den Komplex räumen ließ, nice, fand sich hier zu Testzwecken ein UHF-Sender. Aber er verdient. Müsste in den unteren Ebenen, ja, sein.
Ich weiß jetzt nicht. Okay, cool ist das, was ich fürs nächste Mal. Ich weiß jetzt nicht, welche Taste das ist mit dem Heilen. Mhm. So, dann auf nach unten. Munition. Ist auch geil. Woher nur einer aufhören, dann kriegt der andere direkt mit. Mhm. Besser als wenn jeder einzeln. Das war ja auch immer nervig, wenn dann vier oder so oder drei, die du sein konntest. Hier und warst jeder du. Musste dann aufsammeln. Transmitter, um die Verbindung mit den Satelliten aufzubauen. Agent, aktivieren Sie die Kransequenz, dann haben wir es geschafft. Hier ist da keine Neustartzone? Noch nicht. Gab's auch, glaube ich, nicht in jeder Mission, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir können den Sender bergen, sobald der Kran angedockt hat. Ah, soll der drin sein? Och nö. Wer kommt auf so ein Bullshit, Sachen zu diskutieren? Ich hasse es in Videospielen. Hm. Ja, aber ich habe nur einmal gedrückt. Gegner noch. Einer noch. Run hier rein. Achso. Beim Nachladen. Bist du soweit ready? Oh, obwohl ich hab. Moment. Wo müssen wir hin? Ja, doch, wir können. Ich muss, glaube ich, mal das Fenster zu machen. Es wird ein bisschen kühl hier drin.
Uni. Großer Hebel. Da drückst du den großen Hebel. Hab ich. Oh, mach wieder zu, mach wieder zu. Nicht. Oh Scheiße, was war das denn? Raketenwerfer. Ein Toter kann sich nicht heilen. Gib schon auf, was? Kümmer mich um. Er ist weg. Nicht gerade gut, obwohl geht noch bei dir. Ja, mir geht's noch, ich habe aber nichts mehr zum Rüstung wieder herzustellen. Neustadtzone. Ja, keine Neustadtzone, unsere Rüstung ist wieder da. Jo. So, dann lass ich mal eben sammeln und dann können wir sofort. Oder geht das jetzt automatisch weiter? Ich glaube, wir müssen erst wieder was drücken. Kann ich auch mal eben fix Dings rausnehmen, den Transmitter. Ja. Lass mich mal kurz ins Inventar schauen, weil ich habe irgendwelche neuen Sachen bekommen. Mach das. Schrotflinte habe ich. Das sind aber alles keine Waffen für mich hier. Weg. So, bin ready. Also ich mach. Achso, da bist du noch am gucken. Mach du ruhig. Alles klar. So trennen wir den Transmitter vom Modul und verbinden ihn mit dem Rest der Einrichtung. Dann können wir die Verbindung zu den Satelliten der Division herstellen. Wenn du den einmal falsch programmierst, bist du am Arsch. Oh, Licht aus. Ist super. Ihnen gut, Agent? Klingt, als hätten Sie Gesellschaft. Ach, leck mich doch. Wer kommt denn auf so eine scheiß Idee, so einen Boss da reinzumachen? Ja, wollte schon gesagt haben, der wird wahrscheinlich nicht alleine kommen. Nee. Er ist verkauen. Er ist gestunt. Yes, weg ist er. Der geht aber schnell. Ja, irgendeine Granate hat gut getroffen. Ich glaube, von dir eine. Ich habe gar keine geworfen. Okay, dann hast du, glaube ich, eine von seinen vielleicht getroffen, weil der war ja in Flammen. Das Scharfschützen wäre auf ihn gezielt gehabt, dass das erledigt. Und dieses Gewehr, was ich dabei habe. Ja. Er heilt sich. Oh. Und noch mehr. Ja, zwei Stück noch. Drei. Ich überrasche. Noch ein Vierter und nur ein Fünfter.
Warum kommen da immer noch mehr? Der Boss ist doch schon down. Der passt tot, alle. Jetzt erstmal looten. Etwas bloß droppen gelassen. Was hast du denn gekriegt? Und ein Sammelobjekt nur. Und was das Schlimme ist, durch die Brille ist das noch dunkler. Ich habe meine jetzt gerade nicht auf. Was? Schämst du dich nicht? Nö. Geht mal auf, wenn ich am PC sitze. Das Satellitennetzwerk ist wieder aktiv. Ich schicke ein Team los, um den Transmitter in Sicherheit zu bringen. Gute Arbeit, Agent. Ui. Nice. Wir sind die Besten. Mitarbeiter des Monats. So, yay. Okay, das war glaube ich der Angriff auf die Siedlung. War jetzt ein bisschen unspektakulär. Ja. Boah, kann er das Licht ausmachen? Jetzt wieder durchlaufen, oder was? Also, hier gibt es einen Ausgang. Über ein Treppenhaus? Ich bin irgendwo geradeaus weitergelaufen. Nicht genau. Ja, ich bin irgendwo gerade. Licht! Dunkle Modus! Yep. Schießt ja auf mich. Dann würde ich mal sagen, machen wir heute Feierabend. Ja, eben noch zur Base oder so. Haben wir irgendwo einen in der Nähe genau. Hier? Genau. Also ich gehe direkt Operationsbase. Also ach stimmt, wir können noch skillen. Ja, stimmt. Wir können noch skillen. Müssen wir auch noch machen. Mhm. Ah, wunderbar. Bin ich dumm. Warum? Ich war jetzt eine Stunde auf meinem Be-Right-Back-Screen. Warum das denn? Fotomodus. Ich vergessen hab, den wegzumachen. So gut, du brauchst doch ein Bildschirm, wo drauf steht, vergiss nicht deine Sachen wegzumachen. So kleine Post-it-Notes unten am Rand. Oh, wir haben eine Verbesserung. Ich habe mich im Weißen Haus nicht mehr so sicher gefühlt. Der Keller wurde in eine Werkstatt umgewandelt, mit allem, was man zur Metallbearbeitung braucht. Damit können die Handwerker und Techniker neue Ausrüstung herstellen. Für die Agents stehen geborgene Waffen, Geräte und Werkzeuge bereit, um sie besser auszurüsten. Wir müssen bald mehr Leute einstellen, um unsere Waffenkammer zu organisieren. Das Shade-Netzwerk ist bald einsatzbereit. Hoffentlich können wir uns dann mit dem nationalen Netzwerk verbinden. Das Weiße Haus wird zu einer Art Leuchtfeuer der Hoffnung, statt zu einem Mahnmal, wie tief wir gefallen sind. Sie sehen wissenslustig ja. aus. Wirklich? Und wo ist eigentlich meine Maranuba, die mir sagt, ey du bist hier auf dem Be-Right Backscreen? Oder die ist der oben. Der mein Stream geguckt hat? Deine Feuerwehr ist da, Togo. Dein Be-Right Backscreen ist noch da. Ach ja. Kann man mit der Drohne eigentlich auch wiederbeleben? Ich meine nicht. Ich glaube, mit dem Drohnenstock müsste das, glaube ich, gehen, ne? Was?
Ah, cool. Ich kann sogar wiederbeleben mit dem Ding. Ne, habe ich sogar drin. Okay, dann brauche ich das ja nicht. Aber ich könnte doch noch Vorteile holen. Wiedersehen. Hey, Sie. Ich muss den selber sagen, dass er erzählen soll. Ne, das so, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Kein Durchblick bei den Dingern. Also ich könnte jetzt mehrere Sachen sogar skillen, oder wie? Also du kannst jetzt drei Sachen freischalten und unterschiedliche Spezialisierungen. Nehme ich die Drohne auch mal mit. Du musst die Dinger sogar leveln, sehe ich gerade. Okay. Welche Dinger? Deine Sachen, deine Drohne und sowas. Kannst du leveln, Schwierigkeitsgrad, Koop alleine. Schütze es für alleine ganz gut, steht hier. So, das ist das mit dem... Okay. Ich habe hier die beste Ausrüstung in der Stadt. Was ist denn hier noch so eine Ausrüstung? Hier hast du gar nichts. Hier Holo-Spitzgeschosse. Rüstungsreparatur. Ich wusste gar nicht, dass wir unsere Rüstung reparieren müssen. Wüsste ich jetzt auch nicht. Oder kommt das vielleicht? Ich glaube, das sind diese Heilungsdinger. Ach so, ah. Wir haben ja Rüstung und Leben. Das ist aber für die Drohne irgendwie irgendwas. Habe ich jetzt mir auch noch nicht durchgeblickt, was für den ist. Achso, Aussätze für Suchmine. Okay. Schützenpack. Da kann ich hier nichts machen mit. Geschütz. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das automatisch draufgesetzt wird oder nicht. Die Waffe will ich auch nicht. Ja, dann. Ja. War doch relativ erfolgreich heute. Es soll drei Fähigkeiten freischalten. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was ich freischalten soll. Das ist auch nicht das Problem. Nee, das ist jetzt erstmal so. Dann mache ich meine Aufnahme. Ja.